Hallo, in diesem Video möchte ich mich damit beschäftigen, wie man aus so einer Logdatei Zeiträume herausfiltern kann. Und zwar ist die Idee folgende: Ich habe ja hier vom Bundler diese Honeypot-Datei bekommen, in der praktisch steht, wie solche Angreifer versuchen, eben sich mit Benutzername und Passwort bei ihm anzumelden. Und in dieser Datei steht ja auch immer, wann der Zugriff war. Und man sieht ja auch hier, dieselbe IP kommt öfters in einem gewissen Zeitraum. Und jetzt ist natürlich eine Fragestellung, die man machen kann: In welchen Zeiträumen kommt diese IP? Kommt die einmal und macht dann viel? Kommt die öfters und ähnliches? Und genau, das möchte ich mit euch jetzt machen. Und als erstes müssen wir natürlich immer überprüfen, ob die Datei so auch was taugt. Das heißt, wir haben das letzte Mal schon festgestellt, also in einem anderen Video, dass nicht in jeder Zeile eine IP-Adresse steht. Deswegen holen wir uns jetzt erstmal die IP-Adressen raus. Die IP-Adressen sind definiert, Zahlen von 0 bis 9. Die können dann 1,3 mal kommen, gefolgt von einem Punkt. Und das Ganze soll jetzt auch dreimal kommen. Und dann habe ich nur noch die Zeilen mit IP-Adressen drin. Gut, dann ist jetzt zum Beispiel für uns interessant, um die Zeitfunktion zu nutzen, brauche ich statt April, also April, brauche ich eine Zahl. Das heißt, ich sollte ja wissen, was jetzt hier für Monate drin vorkommen. 1, 2, 3, 4, das ist Dollar 4, also AWK. Print Dollar 4. Das ist unschön. Gut. Oder weniger gut. Print Dollar 4. Bam, bam. E-Crap. Naja, da reicht jetzt eigentlich auch ein Crap ab, ist egal. Ist ja kein. Okay, wir stellen also fest, es gibt welche, da steht hier vorne Honeypot, und es gibt welche, da steht das nicht. Gut. Das heißt, wir nehmen den SED mit regulären Ausdrücken und ersetzen, es fängt an mit Honeypot und dann kommen mehrere Leerzeichen. Dann kommt der Pipe und danach kommen wieder Leerzeichen. Kommen da immer welche? Keine Ahnung. So. Und da, ne, schauen wir erstmal, ob es geklappt hat. Natürlich nicht. Nicht beendeter S-Befehl. Ja, genau. Ersetze den Spaß durch nichts. So, das schaut doch schon mal besser aus. Und AMK. Print Dollar 4. Nanu. Ah, logisch. Es ist ja jetzt nicht mehr Dollar 4, jetzt ist es ja Dollar 2. Gut, da war noch irgendwas, was gerade aufgeflackert ist. Sort Unique minus, nee, Quatsch. Sort Unique sollte reichen. Dann werden wir keine Top-Liste machen. Wir sehen, da kommen an dieser Stelle aber immer noch Sachen, die da nicht kommen sollten. Also das sind Benutzernamen,
Das sind IP-Adressen. Das ist nicht schön. Die Datei ist korrupter als gedacht. Ist da irgendwas? P08. Okay, wir haben offensichtlich Zeilen, in denen die Zeitangabe fehlt. Die sind für uns eigentlich wertlos. Crap. Ich hole mir jetzt einfach die Zeilen raus, wo Zeitangaben drin sind. So. Nano. So. Und hier noch ein Doppelpunkt dazwischen. Quatsch. Doppelpunkt und ein Pipe hier hinten. Also was ich hier sage, es sollen Zahlen, dann Doppelpunkt kommen. So. Das schaut doch schon mal besser aus. Das heißt, wir haben jetzt die Monate April, Juni, März und Mai. Schön. Also, das heißt, so machen wir es nicht. Ich habe doch da was vorbereitet. CP-Muster zu Time ABK. Gut. Als erstes brauchen wir jetzt eine Möglichkeit, wie wir die Monate in sprechende Zahlen, die sprechenden Monate in Zahlen umwandeln können. Das ist ein einfacher Switch auf $2, weil in $2 steht ja der Monat. Und jetzt bauen wir uns einfach verschiedene Cases. Case mal Doppelpunkt Monat gleich 3. Break Case April gleich 4. Break Case May M gleich 5. Break. Jetzt könnte ich eigentlich Default sagen, weil es gibt ja nur noch den Juni, aber Case June M gleich 6. Break. So, also jetzt haben wir unsere Monate. Und genau. Jetzt wollen wir aus dem ganzen Spaß einen Timestamp machen. Das heißt, wir holen uns am besten mal das Datumsformat. So, dann können wir das besser sehen. Also, Timestamp ist gleich Make Time. Ja, das ist hier, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, $7. Das müssen wir nachher noch bereinigen, dass wir hier die Doppelpunkte und die Klammer wegkriegen, aber das ist ja jetzt nicht das größere Problem. Also in $7 steht das Jahr. Dann kommt der Monat. Dann kommt $3 der Tag, dann kommt die Uhrzeit $4, $5,
und Dollar 6. So. Print timestamp und Dollar 0. So. Und jetzt müssen wir noch die Doppelpunkte und die Klammer entfernen. Das geht ja wieder mit einem einfachen TR. Sort Unique. Das brauchen wir alles gar nicht. Sondern wir brauchen jetzt hier den TR. Was war's? Doppelpunkt und diese Klammer. Durch leer. Schauen wir mal, ob das geht. Ja. Und jetzt kommt der AWK-F Time. So, schön hoch. Da flackert das ein bisschen. Ah, wahrscheinlich der Zeilenumbruch hier. Okay. Schön. Und jetzt können wir hergehen und Zeiträume bilden. Das heißt, wir gehen her und uns überlegen uns Folgendes. Zum einen brauchen wir den alten Timestamp und der soll Timestamp sein. Genau, das soll immer am Ende passieren, damit ich in der nächsten Zeile das alte Datum noch habe. Und jetzt machen wir einen kleinen If. If timestamp Vergleich soll old stamp plus 60 Sekunden mal 60 Minuten, von mir aus wie lange, 2 Stunden sein. Also if timestamp größer als Vergleich, dann habe ich ja den Fall, dass da wirklich ein zweistündiger Abstand gewesen ist zwischen zwei Angriffsversuchen. Und wenn dieser Abstand erreicht ist, ich kann da auch nur eine Stunde definieren oder 15 Minuten. Das geht einfach jetzt ja nur ums Prinzip. Ich habe mich jetzt halt mal für 2 Stunden entschieden. Old Stamp ist gleich 0. Und damit er beim ersten Reinlaufen hier if old stamp größer 0 oder ungleich 0, dann soll er was machen, nämlich genau soll er hergehen und dann soll er sagen, wenn Old Stamp ungleich 0 ist, dann soll er, ja, was wird jetzt passieren? Vielleicht sollten wir das noch mal ganz kurz durchdenken. Also der läuft jetzt hier in eine Zeile rein, vergleicht diesen Wert mit dem Old Stamp. Und wenn dieser Old Stamp größer 0 ist, dann bin ich nicht in der ersten Zeile. Was er hier aber ausdrucken soll, wenn er in dieser Zeile ist, ist, dass, wenn das größer ist, hier beginnt jetzt eine neue Zeile. Ein neues von. Genau, also ein neues von, dann printf, damit er keinen Zeilenumbruch macht. Und zwar soll er jetzt timestamp drucken. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht durcheinander bringen. Das ist immer so ein bisschen tricky an der Stelle halt. Das ist die neue Zeile.
Mach's jetzt wahrscheinlich genau falsch rum. So muss es doch sein. Dann muss ich zuerst den alten ausgeben und genau, so rum ist richtig. Und gefolgt hier von einem von bis. So, jetzt schaut es doch gut aus. Irgendwie schaut es nicht gut aus. Zum einen macht er das hier. Das will ich ja jetzt gerade gar nicht, sondern ich will, wenn der Timestamp größer meinem Vergleich ist, dann soll er den Timestamp hier ausdrucken. Und Timestamp muss doch irgendwann mal größer als Vergleich sein. Oh, ich habe etwas vergessen. Unabhängig davon, ich will ja jetzt eigentlich gar nicht für alle das machen, sondern ich will ja erstmal herausfinden, wer Schritt 2 vor Schritt 1. Gut, das können wir jetzt einfach hier wegmachen. Sorry. Und zwar will ich ja das auch auf die IP genau haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Print Dollar 8. So. Sort unique minus c sort minus nr hit. Okay, ich will jetzt erstmal gucken, welche IP-Adresse ist da wirklich fleißig. Und da sehen wir die 61 und diese sehen wir hier mehrfach. Schauen wir mal an, ob das eine Range ist. So, 61177. Wenn es eine Range ist, könnte man eigentlich hier tatsächlich auf die Range noch filtern. Ne, Moment, ich muss den hier. E-Grab. Ja. Doch, E-Grab. Und zwar möchte ich einfach nur für diese IP-Adresse das natürlich erstmal herausfinden, weil sonst ist ja sinnlos. Alle IP-Adressen zusammen werden ja immer fortlaufend sein. Das heißt, ich brauche 61177 und die Punkte muss ich slashen und das Ganze soll am Wortanfang stehen. Es steht ja nicht am Zeilenanfang. So. Ich den Spaß jetzt auslöse. Okay, wieso habe ich hier minus 1 stehen? Minus ist ein blödes Zeichen. Ja, geht ja gar nicht. Die minus 1 kommt ja durch meinen Timestamp her. Genau, ich muss doch das hier nochmal anschalten. Und den Quatsch hier. Kein Quatsch, nein. Das hier ausschalten. Krepdächle. Okay, das sind noch ein paar korrupte Datensätze drin. Das ist aber jetzt eigentlich nicht weiter schlimm, weil die ja sowieso im Sekundentakt die Angriffe machen und ich habe ja 2 Stunden Abstand definiert.
Also machen wir hier einen kleinen if. If timestamp ungleich minus 1. Nur dann soll er es machen. So. Also ich lasse die Zeilen einfach weg, wo eine minus 1 drin vorkommt. Das sollte den Ablauf nicht sonderlich beeindrucken. Ah, schön. Wunderbar. Das heißt, ich habe jetzt hier mein von bis. Das heißt, die sind nicht die ganze Zeit drauf. Das Ganze kann man jetzt ja noch ein bisschen lesbar machen, indem man hier ein Strifttime drauf macht mit Prozent Tag, Prozent Monat, Prozent Jahr, Prozent Stunde, Prozent Minute, Prozent Sekunde, war das I oder S? Wir werden es gleich sehen. Sehr schön. Das Ganze brauchen wir jetzt einfach nur noch hier rein kopieren. So. Gut. Fast gut. Ein Problem haben wir hier unten noch. Und das liegt einfach an unserer Ausdruckbedingung, weil unsere Ausdruckbedingung besagt ja, dass hier ein Vergleich stattfindet zwischen alt und neu. Und das heißt, der letzte Timestamp, der hat ja keine Ausdruckbedingung mehr. Und die muss einfach hier rein. So. In den Ende. Das heißt, der letzte Timestamp soll dann nochmal ausgegeben werden. Und dann klappt das Ganze. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr verwirrt mit der ganzen Geschichte. Aber was wir jetzt hier gemacht haben, ist einfach Zeiträume gebildet von bis. Die Ausdruckbedingung, die ist eben dieser Vergleich. Also wenn der Timestamp größer als mein Vergleich ist und mein Vergleich ist die vorhergehende Zeile plus 2 Stunden, nur dann soll er überhaupt ausdrucken. Das passiert beim ersten, weil die Vorbelegung ist 0. Da will ich aber nicht, dass er den oldStamp 0 ausdruckt, weil den brauche ich nicht, das ist ja nur ein definierter Wert, sondern dann soll er anfangen, den Timestamp auszudrucken. Also beim ersten Reinlaufen überspringt er das hier und druckt hier. Und das schauen wir uns jetzt hier nochmal an. Das heißt, beim ersten Reinlaufen wird das hier gedruckt. Und beim zweiten Durchlauf, wenn da diese Bedingung wieder zutrifft, dann wird das hier natürlich nicht mehr der Fall sein, weil OldStamp hat dann einen Wert. Und dann wird praktisch ein Print gemacht. Hier ein Printf, das heißt ohne Zeilenumbruch, dann kommt ein Print und eben der neue Timestamp in die nächste Zeile. Also beim zweiten Mal, wenn er reinläuft, wird er das hier drucken. Das ist der Oldstamp von der drüber liegenden Zeile. Und das hier ist eben dann der neue Zeitstempel. Und wenn ihr jetzt hier diese Abstände seht, dann seht ihr auch, dass das keine große Rolle gespielt hätte, ob ich jetzt 2, 3, 4, 5 Stunden gemacht hätte. Aber wir sehen, dass man könnte natürlich die Abstände verkleinern, dass man sagt, ich möchte jetzt nur noch eine Stunde haben. Wird sich dadurch was verändern? Ja. Also hat sich jetzt deutlich was verändert. Es sind viel mehr Einträge. Aber im Endeffekt, ihr seht,
Die laufen da zum Teil schon ganz schön lange drauf. Also 2 Tage und maximal eine Stunde Abstand. Das ist schon krass. Gut. Also, hat ja geklappt. Ich hoffe, ihr konntet nachvollziehen, was ich gemacht habe. Ja, und dann viel Spaß bei euren eigenen Auswertearbeiten. Macht's gut. Ciao, ciao.